Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier aus dem Regieraum des Alster Filmstudios im Herzen Norddeutschlands aus Hamburg an einem fantastischen Tag. Ja, oder so ähnlich wie manche YouTuber immer ihre Videos beginnen. Holger, schönen guten Tag aus dem wunderschönen, leicht bewölkten Baden-Baden im Jahr 2020. Ich melde mich heute mal mit diesem Video direkt hier auf YouTube, also nicht auf Massengeschmack TV, also, aber es geht auch die Abonnentinnen und Abonnenten von Massengeschmack TV etwas an, was ich hier heute zu erzählen habe. Denn Premiere, Trommelwirbel, ich habe zum ersten Mal in der Geschichte der Mediatheke eine einstweilige Verfügung bekommen vom Landgericht Berlin. Aber seien wir ehrlich, Holger, es ist vielleicht die erste für die Mediatheke, aber nicht wirklich die erste, oder? Wer noch sich an Fernsehkritik-TV-Zeiten erinnern kann, der weiß, ich habe mehrmals da was gehabt, bekommen, damals bei den Call-In-Shows und RTL und Super Nanny und so weiter. Aber in der Geschichte der Mediatheke ist es das erste Mal. Respekt, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Leute, die sagen, Alter, ich bin gestern verhaftet worden wegen Diebstahl. Das erste Mal in Hamburg. Gut, ich habe da früher ein paar Sachen laufen gehabt, in Berlin, in München, in Frankfurt, aber in Hamburg bin ich das erste Mal verhaftet worden. Unglaublich. Ja, wer hat mich hier beglückt? Also ich ganz bestimmt nicht. Das Landgericht Berlin, das Ehepaar Viktoria und Heiner Lauterbach. Es geht natürlich um den Meet Your Master Beitrag, den ich in der Mediatheke Folge 58 gezeigt habe. Meet Your Master, die machen ja auch kräftig Werbung zurzeit, irgendwie in allen sozialen Medien, ist dieses Portal, wo man ja angeblich, wenn man 89 Euro bezahlt und sich solche komischen Kurse da kauft, das Filmemachen lernt und wie man Bücher schreibt, wie man erfolgreich als Romanautor wird, wie man als Koch erfolgreich wird und so weiter. Naja, an dieser Stelle hätte mir jetzt vielleicht die Information gefehlt, dass Heiner und Viktoria Lauterbach tatsächlich die Inhaber von Meet Your Master sind. Das ist nicht nur so, dass der Lauterbach da einen Kurs gibt in Sachen Schauspielerei, sondern tatsächlich denen gehört das Portal. Und das ist auch sicherlich so, dass die wegen ihrer Bekanntheit in den Promi-Zirkeln eben auch die ganzen anderen Jungs an Bord ziehen konnten. Also die Till Schweigers und die Sebastian Fitzeks dieser Welt. Also, das sind die Inhaber. Die haben dich jetzt mit einer einstweiligen Verfügung zugeballert. Und ich muss dich aber nochmal korrigieren. Die versprechen nicht, dass man damit ein erfolgreicher Autor wird, ein erfolgreicher Schauspieler oder Filmemacher oder Koch oder was auch immer. Die versprechen lediglich, dass sie dir einen Kurs verkaufen bei einem erfolgreichen Schauspieler, Koch, Filmemacher und so weiter, der dir sagt, wie er das gemacht hat, was er daraus gelernt hat, was seine Grundprinzipien sind und worauf man achten sollte. Es gilt, wie bei allen Kursen, ob Selbsthilfebücher oder Volkshochschule, was jeder daraus macht, muss jeder für sich selber entscheiden. Und ob man damit erfolgreich ist, hängt halt auch noch ein Tacken am eigenen Talent. Sag ich mal einfach so. Und ich habe ja in meinem Beitrag damals sehr deutlich dargelegt und sehr gut dargelegt, auch wie ich finde, dass das alles nur Abzockerei ist. Denn dort suhlen sich Prominente, die sich selber irgendwie toll finden und wissen, dass sie bekannt sind und einen bekannten Namen haben, sozusagen in ihrem eigenen prominenten Dasein und meinen Leuten irgendwie eine Kalenderweisheit nach der anderen um die Ohren hauen zu müssen? Nein. Also, ich meine, persönlich, ja, persönlich, Holger, ich kann den Lauterbach nicht leiden. Ich habe auch nichts für den Fitzek übrig oder den Schweiger schon mal gerade gar nicht. Ich meine, wer kann den Schweiger leiden, außer den Schweiger? Aber, die sind nicht Promis, weil sie Promis sind und die suhlen sich auch in den Kursen nicht in ihrem Promi sein. Tatsache ist tatsächlich, Till Schweiger ist seit fast 40 Jahren ein erfolgreicher Schauspieler. Till Schweiger seit 30 Jahren ein erfolgreicher Schauspieler, seit mindestens 20 Jahren auch ein erfolgreicher Filmemacher. Sebastian Fitzek ist ein monströs erfolgreicher Bestsellerautor. Wenn diese Leute Kurse geben, wie man das macht und ihr Wissen weitergeben, ist das zuerst mal eine ganz dufte Sache. Und die Leute dann in Frage zu stellen mit, ja, die suhlen sich da in ihrem Promi da drin. Nein, 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 so einfach kannst du das nicht machen. Ich kann auch nicht sagen, weil dich ein paar tausend Hanseln kennen und ich jetzt sage hier dieser Beitrag, das ist ja also, du suhlst dich da ja nur in deiner Prominenz, das ist ja totaler Quatsch. Nein, also man muss schon anerkennen, die Jungs von Meet Your Master haben da eine extrem hohe Riege an, hochwertige Riege an Kursleitern oder wie immer man das nennen will, gefunden. Ich, äh, ich,
bin mal gespannt, was jetzt eigentlich dein grundlegendes Problem mit diesen Kursen ist. Und ich habe ja in dem Beitrag sehr deutlich auch zeigen können, dass das Phrasendrescherei ist. Ich meine, Sebastian Fitzek und Til Schweiger, das waren ja die beiden Kurse, die ich denn auch gekauft hatte, kommen teilweise mit denselben Phrasen. Ne? So ein Buch oder so ein Drehbuch, je nachdem, ist wie ein ist wie ein Haus. Man braucht erstmal ein gutes Fundament, dann halten auch die Wände. Psst, Holger, psst, psst, psst. Ich verrate dir was. Psst, psst. Unter uns. Das stimmt, was die da sagen. Ein Buch und ein Film brauchen ein starkes Fundament, auf dem sie aufbauen können. Und das machen der Fitzek und der Schweiger bei ihren Projekten auch so. Und wenn du jetzt denkst, das ist Phrasengelaber, dann mag das stimmen, aber für Leute, die keine Ahnung haben, wie man einen Film macht oder ein Buch schreibt und die das von dem Fitzek oder dem Schweiger lernen wollen, ist das vielleicht ein wichtiger erster Hinweis. Man kann nicht einfach hingehen und sagen, ja gut, ich weiß das alles, da erzählt ihr mir alles nichts Neues und deswegen sind das alles Phrasen. Nee, die Kurse müssen da anfangen, sie müssen den Zuschauer da abholen bei dem Wissensstand, den er hat. Und die meisten Leute wissen das nicht. Du weißt das, ich weiß das, aber die meisten Leute wissen es nicht. Und hinzu kommt auch, wir reden hier von Kursen, die sind, ich habe mal reingeguckt, 5, 7, 8, 9, 10 Stunden lang. Es geht da ja nicht darum, dass man da allumfänglich ein Studium abschließt, wo man dann sagt, du fängst mit Null an und am Ende des Kurses kannst du dann einen Bestseller schreiben. Das sagen die Kurse auch gar nicht. Die sagen auch nicht, dass du in 10 Stunden bei Schuhbeck ein Chefkoch werden kannst. Du kannst dich auch, nachdem du bei Til Schweiger gelernt hast, sicherlich nicht dir der Hoffnung hingeben, dass du mit der nächsten großen deutschen Kinokomödie reüssieren kannst. Also zu sagen, dieser Kurs, der 5 Stunden dauert und lächerliche 89 Euro kostet, würde nicht genug bieten. Da habe ich eher ein Problem so mit deinem Anspruch an den Kurs, gell? Und es ist einfach nur ein Gelaber ohne Substanz oder sonst irgendwas. Und die Tatsache, dass dieser Beitrag ja auch weit über 1000 Likes hatte und nur wenige Dislikes, zeigt ja auch, dass ich da durchaus richtig gelegen habe. Nein! Was die Kommentare unter diesem Video bewiesen haben, ist die Tatsache, dass deine Fans deine Narrative geschluckt haben. Dass sie dir die Story so geglaubt haben, wie du sie erzählt hast. Weil deine Fans natürlich sich die Kurse nicht angeschaut haben. Weil deine Fans sich nicht gefragt haben, okay, was muss denn in so einem Kurs drin sein? Was kann man davon erwarten? Die haben keinen Vergleich. Weißt du, ich habe vor 25 Jahren selber Drehbuchkurse gegeben. Ich habe meinen ersten eigenen Drehbuchkurs besucht vor 30 Jahren. Das war bei einem Autor von den Waltons. Und das war ein Wochenende. Ich bin da nicht reingegangen mit der Idee, wenn du das jetzt machst, dann kommst du raus, dann bist du voll der fette Drehbuchautor, dann kannst du den nächsten Tatort schreiben. Nee, das sind Einführungskurse. Das sind Schnupperkurse, bei denen Leute, die nicht in dem Medium drin sind, mal lernen, okay, wie läuft denn das so ab? Ich lasse mir das von jemandem sagen, der wirklich Ahnung hat. Und dann kann ich auch genauer entscheiden, okay, ist das was, wo ich tiefer einsteigen will? Denn sowohl für die Schauspielerei als auch fürs Schreiben gibt es so viele echte große Schulen und so viele lange Kurse, die viel, viel mehr Geld kosten. Die sind dann für sowas da. Aber jetzt zu sagen hier, okay, das sei alles nicht genug gewesen und weil meine Leute mir zugestimmt haben, weil meine Klaköre alle in einer Reihe gestanden haben und geschrien haben, yo, Holger, ist das der Wahre? Glaub nicht unbedingt immer, dass nur weil dir einer auf den Rücken klopft. Ich muss es wissen. Ich habe auch viel Feedback bekommen von Leuten, die sich zum Beispiel auch so einen Kurs dazugelegt haben von Meet Your Master und gesagt haben, das sind die am schlechtesten investierten 89 Euro, die sie je im Leben ausgegeben haben. Es ist eine reine Phrasendrescherei. Es ist, wie gesagt, von Til Schweiger, der über das Filmemachen etwas erzählt, ja gar nichts tut er. Er erzählt 9 Stunden lang von sich selber und findet sich selber einfach geil. Und mehr ist es im Prinzip nicht. Ja, Til Schweiger erzählt gerne von sich selber. Big Whoop,
Das wissen wir. Till Schweigers, für Till Schweiger ist der wichtigste Mensch im Leben Till Schweiger. Und die Tatsache ist aber auch, dass wenn Till Schweiger von sich redet, redet Till Schweiger von einem der erfolgreichsten deutschen Drehbuchautoren, Regisseure und Schauspieler dieser Generation. Das mögen wir nicht mögen, aber das ist so. Und insofern ist es völlig in Ordnung. Ich habe mir nämlich, wie gesagt, diverse Videos davon auch angesehen. Till Schweiger gibt da ein paar wirklich handfeste Tipps. Er räumt auch mit diversen Illusionen auf, die man sich vielleicht als Anfänger in der Branche macht. Und wie gesagt, mögen tue ich den nicht, aber Tatsache ist, als Primer, als Einstiegskurs, als Schnupperkurs in Sachen Filme machen, gerade wenn man kommerziell erfolgreich sein will, wenn man nicht der nächste Romuald Kamarka werden will oder der nächste, was weiß ich was, an Autorenfilmer werden will, sondern wenn man sagt, ich will Filme für ein großes Publikum machen, sind da ein paar ganz, ganz, ganz gute Tipps drin. Und das muss ich jetzt dazu sagen, Holger, dir fällt außerdem Begriff Phrasen nichts anderes mehr ein. Also ich bin ein bisschen überrascht, dass ich dachte, du gehst da mal ein bisschen in die Tiefe und sagst, was heißt denn Phrasen genau? Heißt Phrasen, dass das, was die sagen, nicht wahr ist? Tatsache ist, wenn ich hier so eine kleine Glocke oben ins Fensterchen machen würde und sagen würde, da macht jedes Mal Pling, wenn du einfach nur sagst, ja, das sind alles Phrasen, dann wäre am Ende dieses Videos dieser Zeiger da locker im hohen zweistelligen Bereich. Also das mit den Phrasen und wie gesagt, vor allem, ja, Leser bestätigen dir das. Ja, natürlich habe ich in diesem Beitrag auch zur Dokumentation Ausschnitte zeigen müssen aus diesen Kursen, also aus dem, was Till Schweiger und Sebastian Fitzek, wie gesagt, das waren die beiden Beispiele, die ich näher beleuchtet habe, so von sich geben. So, so. Hast du zeigen müssen. Ging nicht anders. Du kannst nicht einfach sagen, gibt's diese Kurse, machst einen Screenshot von der Webseite, sagst, die kosten Geld und ich habe da reingeguckt, diesen Cup ist. Das war keine Option. Das müssen wir jetzt mal festhalten, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass du sagst, du konntest diese Formate nicht anders kritisieren, als indem du die Ausschnitte daraus holst. Und jetzt machen wir weiter. Und das ist natürlich Material, das sich hinter dieser Paywall auf Meet Your Master befindet. Paywall. Paywall, ein ganz wichtiges Wort in diesem Kontext. Paywall, das bedeutet, die Leute, die Meet Your Master Kurse anbieten, tun das gegen Geld. Denen gehören diese Kurse, die haben die produzieren lassen und das für nicht wenig Geld, denn die sind ganz gut gefilmt eigentlich, diese Teile. Und das bedeutet auch, man kann die kaufen, man kann die für sich angucken, man darf die aber nicht weiter verbreiten, diesen urheberrechtlich geschütztes Material. Das ist nicht einfach Zeug, was in der Wikipedia steht oder bei YouTube öffentlich gemacht wird, wo dann jeder daraus machen kann, was er will. Hinzu kommt, es gibt in Deutschland nicht den Begriff des Fair Use, also diese Möglichkeit, man kann Material verwenden, wenn man das dann journalistisch in einem journalistischen Kontext aufarbeitet. Das ist leider in Deutschland nicht so. Es wäre sehr wünschenswert, dass es so ist. Aber es gibt es nicht. Fair Use, diese Fair Use-Regel in Deutschland greift nicht. Und ich denke, Holger mit seiner Erfahrung müsste das wissen. Schauen wir mal. Ja, und das ist nun der sozusagen der Strohhalm, an den sich diese Anwaltskanzlei, die aus München stammt, die das Ehepaar Lauterbach vertritt, klammert, indem sie sagen, oh, da wurde ja gegen Urheberrecht verstoßen. Das ist natürlich nicht zulässig. Ganz genau. Das ist nicht zulässig. Und das, wie gesagt, ich glaube, dass du das weißt. Tatsache ist aber auch, es passt dir gerade nicht in den Kram. Und ehrlich, ich bin da auch ein bisschen baff, weil, wie gesagt, du machst das seit 10 Jahren. Du hast schon echt so viel Zoff mit Anwälten hinter dir. Das sind Grundlagen, die musst du wissen. Und du weißt, dass du einfach Zeug hinter einer Paywall. Ich kann jetzt auch nicht hingehen, wenn ich eine Kritik über The Mandalorian, die neue Star Wars Serie, schreibe. Kann ich nicht hingehen, mir aus den Folgen beliebig Ausschnitte rausholen, die auf meiner Webseite posten und sagen, schaut halt mal hier, dann versteht ihr besser, wovon ich rede. Das ist schlicht nicht erlaubt, dann habe ich morgen Disney am Arsch. Und jeder, der in der Branche arbeitet, sollte das wissen. Und wie gesagt, ich glaube, du weißt das, Holger. Weißt du es? Uns allen ist klar, dass dieser Clip, der über 30.000 Abrufe hatte auf YouTube und natürlich auch entsprechend schon viel verlinkt wurde und geteilt wurde, die auch von Leuten wie Wolfgang M. Schmidt und so weiter haben das ja auch alle geteilt, dass denen das natürlich ein Dorn im Auge ist. Und da sie rein inhaltlich nichts tun konnten, haben sie es jetzt über das Urheberrecht versucht und damit waren sie dann auch beim Landgericht Berlin erfolgreich. Ja, das ist dumm gelaufen. Also du hast
gegen Urheberrecht verstoßen. Das gibst du selber zu, weil du sagst ja, du konntest nicht anders, du musstest diese Szenen nehmen, die sind urheberrechtlich geschützt. Ist auch interessant, dass du auf diese Frage gar nicht eingehst, ob dieses Zeug nicht urheberrechtlich geschützt sein könnte. Denn das wäre ja theoretisch deine einzige Erklärung, warum du dich im Recht fühlst. Wenn du sagst, nein, nein, das Zeug ist nicht urheberrechtlich geschützt, also darf ich das, also habe ich das gemacht. Nein, nein. Tatsache ist, du weißt, dass das urheberrechtlich geschützt ist. Du weißt, dass du es nicht verwenden durftest. Und das ist kein Strohhalm der Gegenseite. Die haben nicht versucht, dich mundtot zu machen, indem sie sagen, uns passt die Berichterstattung nicht. Die haben, wie wir gleich feststellen werden, ganz klar gesagt, wir möchten nicht, dass unsere eigentlich bezahlten Clips bei einem anderen bezahlten Portal, wo jemand anders Geld damit verdient, online gestellt werden. Schauen wir mal, wie du das weiterverkaufst. Ja, und deswegen habe ich die natürlich jetzt bekommen, diese einstweilige Verfügung, muss damit natürlich dann den Clip bei YouTube löschen, als auch den entsprechenden Beitrag aus der Mediatheke Folge 58 rausschneiden. Wenn es einen gerichtlichen Beschluss gibt, dann habe ich da erstmal keine andere Chance mehr. Also ansonsten müsste ich eine saftige Geldstrafe bezahlen, da habe ich natürlich auch keine Lust zu. Okay, Holger, das Gericht hat den Lauterbachs recht gegeben, du hättest die Clips nicht verwenden dürfen. Die fallen unter das Urheberrecht. Die waren hinter einer Paywall, aus der du sie rausgeholt hast und sie dann öffentlich gemacht hast, wozu du beim Kauf dieses Kurses nicht das Recht erworben hast. Du hast ja auch selber jetzt bis jetzt nicht bestritten, dass das eine Lizenz, eine Lizenzverstoß ist. Du sagst ja selber nur, du musstest das machen, weil du sonst nicht hättest darüber schreiben können. Fakt ist aber, es ist ein Lizenzverstoß. Und jetzt hast du entsprechend vom Gericht eine Abmahnung bekommen. Das ist eine einstweilige Verfügung, das ist der völlig übliche Vorgang bei sowas. Jetzt hast du dieses Video runtergenommen, aber du sagst ja die ganze Zeit, du bist im Recht. Also gibt es ja nur eine Möglichkeit, du musst dagegen vorgehen, weil wenn du im Recht bist, das lässt sich ja beweisen. Wenn du gegen das Urheberrecht nicht verstoßen hast, das ist keine Frage von Meinung oder Nicht-Meinung. Das ist ganz einfach, das ist wie man bei YouTube dagegen protestieren kann, wenn ein Video geflaggt und runtergenommen wird, dass man dagegen protestieren kann und man Rechtsmittel einlegen kann. Und dann kann man belegen, doch, das habe ich mit Recht gemacht. So, und ich bin sicher, weil du bist ja im Recht. Was die Lauterbachs machen, ist eine ganz miese Kiste, die wollen dir nur ans Bein pinkeln, dann bist du ja sicher mit aller Kraft des Gesetzes dagegen vorgehen, ne? Ja. Ich glaube, dass ich mich sehr wohl an Recht und Gesetz gehalten habe. Ich habe ja nun schon viele Erfahrungswerte im Laufe der Jahre und gesammelt. Und insofern, es gibt ja Urteile vom Bundesgerichtshof und so weiter, die sehr deutlich gemacht haben, wo die Grenzen liegen. Und ich habe diese Grenzen in meinem Beitrag eindeutig nicht überschritten. Naja, aber wenn du jetzt selber sagst, es gibt viele Urteile, die eindeutig belegen, wo da die Grenzen sind, dann ist es ja doch nicht so schwierig, weil du sagst doch selber, es gibt diese Urteile, die deine Meinung stützen. Dann beruf dich doch auf die. Das ist doch kein Problem. Ventene remos, hasta la revolución siempre. Oder ist es so, dass du doch weißt, dass du damit nicht durchkämst, weil du weißt, dass dich das deswegen Tausende von Euros kostet und dir deswegen eine blutige Nase einbringst, weil du schlicht und ergreifend gegen das Urheberrecht verstoßen hast und nicht in der Lage bist, das zuzugeben? Oh ja, bei aller Liebe, weißt du, wenn ich falsch parke und ich komme zurück und eine Politesse schreibt mir ein Ticket, dann kann ich mich darüber aufregen, dann kann ich das unfair finden, immer auf den kleinen Mann, fangen Sie doch mal die echten Verbrecher und so weiter und so fort. Was ich nicht bestreiten kann, ist, dass ich im Halteverbot geparkt habe. Und in deinem Fall fände ich es, würde von einer minimalen Menge an Größe zeugen zu sagen, ja, da habe ich mich mit den Fingern in der Keksdose erwischen lassen. Ich hätte dieses Zeug nicht verwenden dürfen, ich hätte diesen Bericht irgendwie anders aufziehen müssen, aber Lizenzmaterial hinter einer Paywall hervorziehen, traust du dich bei der Bild ja auch nicht. Trotzdem will ich klar sagen, werde ich dagegen jetzt nicht vorgehen. Weil ich habe erstens keine Lust dazu. Das ist mir einfach zu mühselig. Ich bin ja ein gebranntes Kind, was solche Verfahren angeht. Und warum soll ich da am Ende tausende Euro bezahlen, um dann irgendwie mir da wieder eine blutige Nase zu holen? Weil Recht bekommen und Recht haben sind ja immer zwei verschiedene Dinge vor Gericht. Das wissen wir ja. Und ich bin auch bereits vorgewarnt schon, weil dieser Text vom Landgericht Berlin, diese einstweilige Verfügung, die hat ja, da ist ja auch eine Begründung dabei, entspricht fast 1:1 genau der Abmahnung, die mir vor 2-3 Wochen bereits diese Anwaltskanzlei geschickt hat. Oder um es anders auszudrücken, das Gericht hat sich wieder mal einen schlanken Fuß gemacht, hat gesagt, ja, das prüfen wir gar nicht erst weiter, wird schon stimmen. Dann übernehmen wir einfach den Text von der Abmahnung und verkaufen den sozusagen als Begründung für die einstweilige Verfügung, ohne uns selbst damit zu beschäftigen. Tja,
Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, Holger. Entweder hat das Gericht, wie du so schön sagst, sich einen schlanken Fuß gemacht und sich einfach der Argumentation der Gegenpartei angeschlossen. Oder das Gericht hat der Gegenpartei einfach Recht gegeben. Die sind auch der Meinung, dass du nicht hättest gegen das Urheberrecht verstoßen sollen. Da bist du jetzt nicht drauf gekommen, oder? Weil Tatsache ist auch, so wie ich das jetzt verstehe, korrigiere mich, wenn ich mich irre, gerne, hast du auf die Abmahnung nicht reagiert? Und das heißt, dann sind die zum Gericht gegangen und da hast du auch nicht, da bist du auch nicht drauf eingegangen und du hast das alles hinter deinem Rücken ablaufen lassen und am Ende wunderst du dich, dass wenn nur eine Seite vorm Gericht steht, dass das Gericht natürlich auch nur die Informationen dieser Seite hat? Okay, dein Lapsus, muss man ganz klar sagen, wenn gegen dich so eine Behauptung im Raum steht und du bist der Meinung, die ist falsch, dann nimmt man sich einen Anwalt. Dann geht man dagegen vor und sagt, passt auf, das stimmt nicht, da fühle ich mich ungerecht behandelt. So. Das hast du nicht gemacht. Jetzt hast du deswegen eine blutige Nase erstmal bekommen. Der zweite Punkt ist jetzt der, jetzt wäre dann der Zeitpunkt zu sagen, dem widerspreche ich. Ich halte diese einstweilige Verfügung für Humbug, für Quatsch, das stimmt alles nicht. Jetzt setze ich meinen Anwalt drauf an und der wird das alles wieder zurückdrehen. Machst du aber auch nicht, wenn ich dich jetzt so verstehe. Ich frage mich, warum? Keine Lust? Seit wann hat Holger Kreimeier keine Streitlust? Seit wann will Holger Kreimeier einem Konflikt ausweichen? Wer sind Sie und was haben Sie mit Holger Kreimeier gemacht? Und es ist einfach lächerlich. Und insofern ist mir jetzt auch schon klar, dass das wieder in diese Richtung geht. Wir befassen uns da gar nicht weiter mit. Wir geben dem einfach Recht, den Klägern. Und das, so wäre es auch in einem Verfahren vor dem Landgericht vermutlich. Und da lasse ich mich gar nicht erst drauf ein. Genau, ganz klar, weil du sowieso nicht gewinnen würdest, weil die alle korrupt sind, brauchst du dich ja gar nicht auf einlassen. Du hast recht, das musst du deswegen ja nicht beweisen, um Gottes Willen. Also, nee, korruptes Schweinesystem. Ist zwar keine wirklich logische Argumentation, weil wenn du recht hast, würdest du auch recht kriegen können. Oder zumindest, wenn jemand echt recht hat und der Meinung ist, er hat recht, dann kämpft er auch um sein Recht. Ich habe bei jedem, der mich angegangen ist auf meiner Website, das waren fünf, die mich auf meiner Webseite angegangen haben, mir versucht haben, mit Abmahnungen, Verfügungen und Klagen zu kommen. Ich bin gegen jeden angegangen. Und weißt du, wie viel davon durchgekommen ist? Weißt du, wie viele Leute von denen mich tatsächlich ans Bein pinkeln konnten am Ende? Kein einziger. Wenn man Recht hat, nicht nur davon überzeugt ist, Recht zu haben, sondern wenn man Recht hat, kann man Recht kriegen. Aber deine Unwilligkeit, dich mit der Tatsache echt auseinanderzusetzen, weder zu sagen, okay, habe ich tatsächlich Urheberrecht verletzt? Denn das kommt in diesem ganzen Video, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, nicht einmal vor. Die Frage, habe ich wirklich Urheberrecht verletzt? Die thematisierst du überhaupt nicht. Und die Möglichkeit, dass wenn du das nicht getan hast, dass du vor Gericht dann auch gewinnen würdest, die schließt du von vornherein aus. Das ist natürlich sehr bequem. Wie gesagt, korruptes Schweinesystem, hat man ja keine Chance als Normalbürger. Aber das stimmt nicht, Holger. Das ist unredlich. Tut mir leid. So wichtig ist mir der Beitrag jetzt auch nicht, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt partout dagegen angehen. So wichtig ist dir der Beitrag nicht? Er hat gereicht, um erstmal dieses 15 Minuten Protestvideo hier zu drehen, aber noch was viel wichtiger ist, wir kommen am Ende nochmal drauf, warum dir das wichtig ist und wie wichtig dir das ist. Haltet das auch mal im Kopf, meine Damen und Herren, die ihr da draußen in YouTube-Land zuschaut. Aber es ist mir schon wichtig, dieses auch öffentlich zu machen und hier zu dokumentieren, dass das Ehepaar Lauterbach offensichtlich mit kritischer Berichterstattung nicht umgehen kann. Nein, das ist schlicht falsch. Das Ehepaar Lauterbach hat dir keine einzige Verfügung geschickt und keine Abmahnung, weil sie deine Kritik nicht mögen. Das mag der Fall sein, da bin ich sogar ziemlich sicher, dass sie deine Kritik nicht mögen. Und ehrlich, das ist auch völlig deren... Also du hast das Recht, die Kritik zu machen, das spreche ich dir gar nicht ab. Sie haben das Recht, die Kritik scheiße zu finden. Schau an, ich habe eine Videokritik gemacht zu Björn Sülters neuer Zeitschrift TV-Legenden. Ich fand es leider nicht besonders gut. Das ist mein Recht... Und es ist Björn Sülters Recht, meine Kritik scheiße zu finden. All das ist in Ordnung. Aber das ist hier nicht passiert. Die Lauterbachs sind dich nicht wegen der Kritik angegangen. Die Lauterbachs sind dich angegangen, weil du einen bösen Anfängerfehler gemacht hast. Und der böse Anfängerfehler ist, du hast für deine Kritik Material verwendet, an dem du nicht die Rechte hattest, sondern das Objekt deiner Kritik hat die Rechte an diesem Material. Und das darf man nicht, das ist dumm. Das ist wirklich dumm. Das weiß man auch. Ich nehme kein Material von jemandem. Das ist wie bei diesen Goblin-Filmen. Wir hatten das Thema ja neulich. Und da war es ja auch sehr einseitig, dass eine Seite immer nur programmiert hat, sie hat Recht, aber nie hingegangen ist und tatsächlich versucht hat, Recht zu bekommen, weil dann immer überhaupt, ja, kriegt man ja nicht. Wir wissen ja, wie das läuft. Aber Fakt ist, als ich über diese Sachen geschrieben habe, ich habe Zugriff auf den Film. Hätte ich jetzt da beliebig Ausschnitte von dem Film reingehauen,
Was meinst du, wie schnell ich eine einstweilige Verfügung am Arsch gehabt hätte? Und dann hättest du ganz genauso da gestanden und gesagt, ja, das darf der Thorsten ja natürlich auch nicht machen. Ja, Holger, du auch nicht. Ich meine, die kritische Berichterstattung, die es da gegeben hat jetzt bisher über Meteor Master, die war ja eher lächerlich. Das habe ich ja auch in dem Beitrag auch gezeigt, dass denn irgendwelche Promi-Magazine darüber berichtet haben, oh, das Ehepaar Lauterbach macht jetzt in Geschäftstätigkeit und hat Meteor Master gemacht. Und oh, Herr Fitzek ist dabei, Herr Schweiger ist dabei. Naja, nun gibt es da keinen Grund zur Häme, dass andere Zeitschriften weniger kritisch berichtet haben als du, weil sie auch vielleicht einfach A, das eher werblich gesehen haben oder B, einfach deine Meinung nicht teilen. Da muss man jetzt gar nicht diesen Tonfall. Ich könnte das genauso machen. Ich könnte jetzt sagen, ja, unterschreibt der Holger, oder spricht der Holger Kreimer darüber mit, da ist aber Phrasen, da ist aber nichts drin, da kriegt man aber nichts für sein Geld. Dieser Tonfall, das ist einfach so, das ist unter deiner Würde, Holger. Die Tatsache, dass die nicht alle mit dir im Chor geschrien haben, das ist Betrug, liegt vielleicht schlicht und ergreifend an der Tatsache, dass sie es nicht so sehen wie du. Und ich weiß, du hast das mal auf deiner Webseite selber das Zitat verwendet, aber es stimmt eben nicht. Man kann das nicht nur so sehen, man muss das so sehen. Muss man leider nicht. Aber das Ganze mal zu hinterfragen, was das eigentlich für eine Abzockerei ist, was dahinter steckt, das tut ja irgendwie keiner. Ich habe es getan und das war auch meine journalistische Pflicht. Und ich habe die auch entsprechend auch, die entsprechende journalistische Sorgfalt auch bewahrt. Ich fange nicht an mit der Diskussion über deine journalistische Sorgfalt oder deine journalistische Pflicht. Du weißt, da schauen wir nicht Auge in Auge. Ich will da auch keine ollen Kamellen jetzt aufbacken. Was mich aber jetzt hier an dieser Aussage ein bisschen arg stört, ist, du hattest keine journalistische Pflicht, über Meteor Master zu berichten. Das ist Nummer eins. Du hattest keine journalistische Pflicht, das für hohle Phrasendrescherei zu halten. Und drittens hattest du schon gar keine Pflicht, lizenzrechtlich geschützte Inhalte in dein Format zu übernehmen. Das ist schlicht nicht wahr. Also häng dir jetzt nicht den Egon Erwin Kisch um und tu, als seist du der Top-Journalist, der nicht anders konnte. Doch, du hättest anders gekonnt. Du hättest denselben kritischen Beitrag machen können, ohne diese Clips zu verwenden. Das ist ein Taschenspielertrick hier, ein argumentativer, und der ist nicht mal besonders gut. Weil ich ganz konkret an konkreten Beispielen dargelegt habe, wie sehr wir hier Phrasendrescherei um die Ohren gehauen bekommen von Schweiger und von Fitzek speziell. Ja, aber diese Beispiele kann man auch beschreiben. Die Beispiele muss man eben nicht zeigen. Das ist nützlicher. Das macht dein Format optisch interessanter. Keine Frage. Es macht es leichter verständlich, worüber du dich aufregst. Aber es ist kein Muss und es bleibt rechtlich nicht erlaubt. So, apropos, wenn ich jetzt für jedes Mal den Begriff Phrasen einen Euro ins Sparschwein kriege, dann bin ich am Ende dieses Beitrags vermutlich Millionär. Ehrlich, das Gefährliche daran ist, je öfter du den Begriff Phrase verwendest, desto mehr wird der Begriff Phrase eine Phrase, genau. So, wie gesagt, aber wenn ich das jetzt hier schon wieder sehe, sage ich gleich, da lasse ich mich gar nicht weiter drauf ein. Mir reicht's. Was genau reicht dir? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Also dir reicht, dass du einen Beitrag gemacht hast mit urheberrechtlich geschütztem Material. Du hast jetzt eine einstweilige Verfügung von den Besitzern dieses Materials bekommen. Und das reicht dir. Das verstehe ich nicht. Zumal ich denke, es geht dir um Recht und um Gerechtigkeit. Da kannst du das doch nicht einfach so stehen lassen, Mensch Holger. Ich möchte da nicht weiter. Es ist ja auch völliger, ich gebe hier zum Beispiel als ein Punkt, ne? Es ist der Antragstellerin unbenommen das Format der Antrag, ne, es ist der Antragsgegnerin, also ich, unbenommen das Format der Antragstellerin nicht zu mögen und sich damit kritisch auseinanderzusetzen. Von wegen. Nix von wegen. Was da steht, stimmt tatsächlich. Die haben dir, wie gesagt, die hätten dich wegen keiner Kritik der Welt ins Knie treten können. Ich habe so viele Leute, die wegen meiner Kritiken stunk machen und denken, boah, das ist scheiße und so weiter und so fort. Aber die verstehen alle, gegen Kritik kannst du nichts machen. Die kann sogar unfair, gemein, falsch und hinterrücks sein. Kritik ist Kritik, die ist erlaubt. Und deine ist es auch. Und bei dir haben es deine Gegner in diesem Fall, haben es sogar in ihren Schriftsatz aufgenommen, dass das völlig okay ist, dass du das machst. Die Tatsache, dass du denen das nicht glauben willst, weil das nämlich nicht in deine Narrative passt, die Tatsache, dass du sagst, okay, vielleicht ging es tatsächlich nur um die Clips, vielleicht hätte ich dich einfach rausnehmen sollen. Nein, du willst, dass es
um deine Kritik in Wirklichkeit geht, weil du dann sagen kannst, haha, die Lauterbachs, die können Kritik nicht vertragen. Nur leider hast du dafür überhaupt keinen Beleg. Das berechtigt die Antragsgegnerin aber nicht dazu, kostenpflichtige Inhalte der Antragstellerin ohne deren Zustimmung zugänglich zu machen. Und das ist der Punkt, den du anscheinend, das ist, vielleicht ist genau das das, was mich so ärgert und warum ich mich so beflissen, warum ich der Meinung war, ich müsste unbedingt dieses Video machen. Ist das der Teil, den du nicht verstehen kannst oder nicht verstehen willst? Das ist das, was mich wirklich interessiert. Die Frage, ob, da wird ganz klar gesagt, du hast lizenzgeschütztes Material verwendet, urheberrechtlich geschütztes Material, hast das hinter einer Paywall rausgenommen, in deine eigene Paywall eingebaut. Da kommen wir gleich auch noch zu. Und das ist nicht erlaubt. Und das verstehst du nicht oder du willst das nicht verstehen? Ich habe wie so oft das Gefühl, du willst das nicht verstehen. Ja, als wenn die mir die Zustimmung gegeben hätten. Wenn ich sage, Leute, ich möchte hier kritisch berichten über Meet Your Master, hätten die gesagt, ja, da geben wir unsere Zustimmung nicht. Das ist, was ist das für eine Art von Journalismus? Das ist weder das, was da steht, noch was damit gemeint ist. Natürlich hätten die Zustimmung nicht gegeben. Selbstverständlich nicht. Wenn du sowas mit mir machen würdest, würde ich dir auch keine Zustimmung geben, meine Clips zu verwenden. Der Punkt ist aber ein anderer. Der Punkt ist der, dass du nicht gefragt hast. Weil wenn du gefragt hättest, hätten sie gesagt, nein, du kriegst das nicht. Und dann hättest du von vornherein das Verbot gehabt. Und nicht zu fragen und es trotzdem zu nehmen, ist dann eben nicht der zweitbessere Weg oder das kleinere Übel. Du hättest schlicht das Material nicht verwenden dürfen. Und richtig, hättest du die Lauterbachs gefragt, hätten die mit sehr, sehr großer Sicherheit nein gesagt. Warum auch nicht? Dass die Antragsgegnerin diese Inhalte in ein eigenes kostenpflichtiges Programm überführt, wirft die weitere Frage auf, ob nicht letztlich eigene wirtschaftliche Interessen der Antragsgegnerin hinter dem streitgegenständlichen Video stehen. Genau so ist das. Das ist der absolute Hammer. Also erstens habe ich den Beitrag ja von Anfang an auch auf YouTube veröffentlicht. Das ist das Erste. Insofern ist dieses ja schon mal Quatsch, hier mit der Geschichte, mit dem kostenpflichtigen Programm zu kommen. Und das Zweite ist ja, Entschuldigung, ich mache journalistische Arbeit und verdiene mein Geld damit. Ja und? Meet Your Master verdient auch Geld. Oder spendet das Ehepaar Lauterbach jeden Cent, der eingenommen wird, Meet Your Master für gute Zwecke. Das habe ich jetzt noch nicht gehört, das ist mir nicht bekannt. Oder dreht Herr Lauterbach Filme kostenlos und nimmt da und verdient da kein Geld mit oder was? Was ist das für ein Unsinn? Holger. Ist es denn so schwierig? Ja, du verdienst Geld mit deinem Projekt, mit Massengeschmack TV. Ja, die Lauterbachs verdienen Geld mit Meet Your Master. Aber die Lauterbachs verwenden kein urheberrechtlich geschütztes Material von Massengeschmack TV. Massengeschmack TV wiederum verwendet urheberrechtlich geschütztes Material von Meet Your Masters. Ist das so schwer zu verstehen? Ist das so schwer zu verstehen, dass du natürlich dein Format machen kannst, dass niemand dir verbieten kann, damit Geld zu verdienen, dass das dein Lebensunterhalt ist, das ist eine Firma, die hast du aufgebaut, da bin ich auch sehr beeindruckt von, das habe ich dir auch gesagt. Aber du kannst auf deinem Channel, in deiner Firma nicht illegal, du kannst auch in einem Laden nicht Sachen verkaufen, die du vorher geklaut hast. Das ist eigentlich eine ganz schöne Metapher dafür. Ich kann nicht, wenn ich einen Laden habe, der nicht gut läuft, gehe ich nebenan in den Laden, klaue deren Handelsbestand, verkaufe den bei mir weiter. Und sagt dann, ja wieso? Ich werde doch Sachen verkaufen können, davon lebe ich schließlich. Nein, Holger, so geht das nicht. Verkaufen kannst du Sachen, die genuin du produziert hast. In diesem Fall dieses Videos deine Worte, deine Meinung, deine Recherche zu dem Thema. Aber nicht die Clips von Meet Your Masters, die gehören dir schlicht nicht. Ist es denn so schwer? Und das sind eben so diese Dinge, wo ich mir sage, sorry, das ist mir einfach zu blöd. Nee, Holger, bist du wieder argumentativ auf so sehr dünnem Eis. Wenn das alles so blöd ist, was du da vorliest, wenn das alles so fischig und abstrus ist, dann wäre das gar kein Problem, vor Gericht zu gehen. Ist ja überhaupt kein Problem, sich dagegen zu wehren. Jeder Medienanwalt würde sich freuen, dich gegen die Lauterbachs zu vertreten, gerade weil das auch ganz, ganz tolle Publicity gibt. Das könntest du ausschlachten von hier bis Finnland. Nee, du findest das blöd, aber du weißt ganz genau, dass du da auf dünnem Eis bist. Unter uns hier. Du weißt das. Ich meine, hey, Alter, machen wir uns nichts vor. Wir sind doch beide keine Junghüpfer mehr. Läuft nicht, oder? Der entscheidende Punkt ist ja auch der, und das hätte ich mir eben gewünscht, dass das Gericht sich damit auch kritisch auseinandersetzt.
diese Anwaltskanzlei, die hier die Lauterbachs vertritt, tut ja im Grunde so, als wenn Meet Your Master sowas wäre wie Netflix oder wie Amazon Prime. So nach dem Motto, das ist also, das ist, der klaut hier einfach Sequenzen aus Filmen und veröffentlicht die. Was für ein Schwachsinn. Also abgesehen davon, dass ich mich ja kritisch auseinandersetze mit dem Gezeigten. Das habe ich ja an jeder Stelle getan. Aber der entscheidende Punkt ist ja eben noch, es ist ja eben nicht wie Netflix oder wie Amazon Prime. Hier wird ja nicht gesagt, wir bieten Ihnen gute Unterhaltung mit Til Schweiger und mit Sebastian Fitzek. Ja, dann würde ich sagen, gut, da muss jeder selbst entscheiden, ob er das gut findet oder nicht, ob er das unterhaltsam findet oder nicht. Da hätte ich jetzt keine kritischen Ansatzpunkte. Hier ist es ja so, den Leuten wird ja versprochen, wenn du den Kurs von Til Schweiger buchst, lernst du etwas übers Filmemachen. Ja, und das tut man auch. Man kann sicherlich darüber diskutieren, ob man viel übers Filmemachen lernt, ob man praktische Sachen übers Filmemachen lernt, ob das im Endeffekt tatsächlich zu einer Karriere führen könnte. Das kann ich auch gar nicht beurteilen. Aber dass man da von Til Schweiger was lernen kann, ist einfach nicht bestreitbar. Und deine abstruse These, das sei ja nicht wie Amazon und Netflix, weil das Angebot ja quasi nichts taugt. Was hat das damit zu tun, ob du deren Clips einfach verwenden darfst? Kann ich jetzt hingehen und sagen, okay, die neue Netflix-Show war so scheiße, dass ich die Clips daraus klauen und in mein Review einbauen darf, weil da ist ja kein Gegenwert da. Und insofern, dann muss das ja auch frei sein. Das ist genau die Argumentation, die du hier fährst. Und ehrlich, das ist für dich das, wie du selber sagst, so Hauptargument. Sorry, Holger. Oder wenn du den Kurs von Sebastian Fitzek buchst, lernst du etwas über das Schreiben von Romanen oder sogar von Bestsellern. Auch das ist so. Denn Fitzek ist einer der erfolgreichsten Bestseller-Autoren Deutschlands. Und du magst der Meinung sein, apropos, ich finde, ich gehe gar nicht jetzt mal auf das Thema ein, dass ich nicht weiß, inwieweit du beurteilen kannst, ob die Tipps von Fitzek wirklich tauglich sind oder nicht, weil an wie vielen Bestsellern hast du die schon probiert? Ich glaube einfach mal, der Fitzek weiß, wovon er spricht. Der hält das bewusst natürlich flach, damit es für auch Anfänger verständlich ist. Aber jetzt zu sagen, die hätten quasi das garantiert und diese Garantie würde nicht eingehalten, das ist Schall und Rauch. Komm, ehrlich jetzt. Es geht ja sogar so weit, dass gesagt wird, wenn du das buchst, dann wirst du ein glücklicherer Mensch, weil du ja dann sozusagen weißt, wie du erfolgreich wirst. So wird das ja verkauft, ne? Und ich trinke morgens einen Tee, wo draufsteht, wenn ich den trinke, habe ich sanfte Morgengefühle. Das ist Werbebullshit. Ich verstehe nicht ganz, wie man etwas so Banales wie eine Werbeaussage, ja, gucken Sie unsere Kurse, werden Sie toll finden, macht Sie glücklich. Immer noch, ja, ich kann das scheiße finden, ich kann sagen, das stimmt nicht. Das ist total bullshittiges PR-Gefasel, kann ich sagen. Oder wie du mal so schön sagst, das sind alles nur Phrasen, mag sein. Gibt ja aber immer noch nicht das Recht, die Filmclips einfach wegzunehmen. Ist einfach so. Kein Zusammenhang zwischen der Qualität der Clips oder der Werbeversprechen und der daraus sich für dich ergebenden Rechtmäßigkeit, lizenzierte Clips einfach zu übernehmen. Also auf ein ganz, wo ganz würde ich niedere Instinkte angesprochen werden von Leuten, die vielleicht einen großen Traum haben, weil sie gerne Autoren wären oder weil sie gerne Filme drehen würden und hier den Leuten vorgegaukelt wird, sie bekämen das hier für ihr Geld. Das ist ja der Punkt, um den es geht. Ja, und wie wir jetzt mittlerweile mehrfach geklärt haben, den Gegenbeweis, dass sie das nicht bekommen, bist du immer noch schuldig geblieben. Und das ist für mich eben, ja, das ist für mich nicht mehr einfach nur Geld bezahlen für fröhliche Filme, sondern das ist eben deutlich mehr. Das ist im Grunde genommen so, als wenn die Stiftung Warentest einen Staubsauger oder einen Mixer testen würde, ob der sich eignet und ob der gut ist für das Geld, was er kostet, also das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, da muss Stiftung Warentest diesen Mixer auch aus der Packung rausholen, muss ihn ausprobieren und muss dann den Leuten zeigen, hier, da ist das Getriebe ist schlecht. Das geht nach dreimal Mixen kaputt, lohnt sich nicht, ist zu teuer für den Preis oder irgend sowas. So, und so, das ist ja das, was ich hier auch gemacht habe. Genau, das hast du aber nicht gemacht. Du hast nämlich nicht einfach das Produkt ausgepackt und ausprobiert. Das hätte bedeutet, du guckst dir die Videos an, machst dir eine Meinung dazu und sagst dann in deiner Sendung, okay, diese Videos taugen nichts. Du hast
immer noch keinen Grund genannt, warum du deswegen dann die Clips dazu zeigen durftest, nicht konntest oder solltest oder warum es vernünftiger ist. All das würde ich unterschreiben. Aber du durftest es nicht. Und auch die Stiftung Warentest darf, wenn sie Produkte bespricht, nicht gegen Urheberrechte verstoßen. Das ist auch einfach so. Der Vergleich hinkt und du weißt ganz genau, wenn wir das in den analogen Bereich rüberheben, wenn wir dann passt da gar nichts mehr zusammen im Digitalbereich. Wie gesagt, da können wir das sehr schön vergleichen. Da gehen wir zum ZDF hin und sagen, pass auf, ich nehme da einfach mal, naja, ZDF jetzt nicht unbedingt, weil die öffentlich-rechtlich finanziert sind, da stehst du ja nicht so drauf, aber da dürftest du das wahrscheinlich noch eher. Aber wenn du jetzt zu RTL hingehst und sagst, hier, ich nehme jetzt mal eine ganze Sackladung von Ausschnitten aus der neuen Staffel, ich bin ein Star, holt mich hier raus und setz die bei mir in Video, was meinst du, wie schnell du den RTL-Anwalt am Arsch hast? Und das ist völlig, völlig irrelevant, ob dir die Sendung gefällt oder nicht. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Die Tatsache, dass du Meet Your Master scheiße findest, hat nichts mit der Frage zu tun, ob du es deswegen lizenzrechtlich missbrauchen darfst. Und deswegen ist es einfach Unsinn, hier sozusagen dann überhaupt dann schon mit dem Urheberrecht zu kommen. Ja, wann denn dann? Bei aller Liebe, Holger, du hast urheberrechtgeschützte Clips verwendet. So, wann in deinen Augen hätten sie dir dann damit kommen sollen? In 3 Monaten? In 3 Jahren? Bevor du es gemacht hast? Auf einem anderen Planeten, wo du es nicht gemacht hast? Holger, da ist eine ganz klare Kausalkette. Du hast lizenzrechtlich geschützte Inhalte missbräuchlich verwendet und die Besitzer dieser Lizenzen haben sich dagegen zur Wehr gesetzt. Erst mit einer Abmahnung und nun mit einer einstweiligen Verfügung. Da ist nichts unfair. Da ist nichts Betrug, nichts Abzocke, da ist nichts gemein, da ist nichts Unterdrückung von Meinungsfreiheit. Und die Frage, warum die damit jetzt kommen, ist ungefähr so sinnvoll, als wenn ich eben zu der eben schon benannten Politesse gehe, die mir gerade ein Ticket schreibt, weil ich falsch parke und sage, warum geben sie mir denn ausgerechnet jetzt ein Ticket? Weil es jetzt passiert ist und weil sie jetzt da ist. Natürlich habe ich hier Ausschnitte gezeigt aus etwas, was hinter einer Paywall ist. So. Wow, das erste Mal, dass Holger offen tatsächlich den ganzen Kern der Geschichte eingeht. Das finde ich wichtig. Hören wir uns das nochmal an. Achten wir auch mal auf den trotzigen Tonfall. Natürlich habe ich hier Ausschnitte gezeigt aus etwas, was hinter einer Paywall ist. So. Aber ich sage noch einmal, das war auch notwendig zur nötigen Dokumentation dessen, um was es hier geht. Ich kann nur unterstellen, dass Holger hier von dem eben schon genannten Fair-Use-Prinzip spricht. Also nach dem Motto, es war nötig und achten wir drauf. Er sagt, es war nötig. Er musste das tun. Da kommen wir nämlich nachher auch noch drauf. Von diesem Fair-Use-Prinzip, es war nötig, um das zu dokumentieren. Nein, war es natürlich nicht. Ich habe jetzt schon mehrfach ausgeführt, dass Holger schlicht und ergreifend hätte sagen können, okay, ich habe mir das angeschaut, es sieht so und so aus und das denke ich darüber. Da hätte er die ganzen Clips nicht für gebraucht. Das ist wieder mal Schall und Rauch. Und auch die Tatsache, dass er es für nötig hält, sagt nichts aus darüber, dass es rechtens ist. Und es geht nun mal nur um die Frage, dass es rechtens ist. Und das Gericht hat gegen ihn entschieden, nicht deswegen, weil sie nicht verstanden haben, dass das nötig war. Sie haben gegen ihn entschieden, weil es nicht rechtens war. Und Holger, und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich dieses Video mache, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Holger irgendwo einen Grund nennt oder einen Punkt anbringt, der belegt, dass es doch rechtens war. Das tut er nicht. Er sagt einfach, ich habe das für nötig gehalten. That's not the way this works. Und deswegen sehe ich mich im Recht. Trotzdem, und das Ganze sage ich noch einmal, werde ich dagegen nicht vorgehen. Es ist mir zu blöd. Der Beitrag ist nun eben raus aus dem Netz und dann ist es halt so. Puh, ja, diese Argumentation hat mir in den letzten Wochen ja auch schon bei einigen anderen Fällen dieses ich habe Recht, aber ich werde das gar nicht versuchen zu kriegen, weil kriegt man ja eh nicht, ist ja alles total unfair, alles korrupt und alles gemein. Ich kann niemanden ernst nehmen, der so argumentiert. Jemand, insbesondere wie Holger, der, Holger, du arbeitest professionell in der Branche seit Jahren. Du bist, ich scheue den Ausdruck nicht, du bist ein Profi. Ich habe großen Respekt vor dir, ich kann dich gut leiden, wir haben auch schon viel Spaß gehabt miteinander. Du hast mir auch schon Gefallen getan, ich habe dir Gefallen getan. Die Tatsache, dass wir charakterlich und auch von unserer Einstellung her sehr verschieden sind, ist davon völlig unbenommen. Ich kann dich gut leiden und ich finde, du hast manchmal eine sehr laxe Einstellung gegenüber Dingen. Ich finde manchmal, du legst nicht, außer bei dir selber, also du legst bei allen außer bei dir einen sehr hohen Anspruch an, den du dann oft in meinen Augen selber nicht erfüllst.
Aber hier muss ich ganz klar sagen, das ist in einem Maße Kappes zu argumentieren. Du redest die ganze Zeit davon, dass du fühlst dich im Recht. Ich habe kürzlich mal drüber geschrieben auf einer Webseite. Da geht es um den Begriff des gefühlten Rechts. Es geht dir nicht um gefühltes Recht. Du bist der Meinung, es geht um gefühlte Gerechtigkeit. Es wäre gerecht, wenn du diese Clips verwenden dürftest, weil du die brauchst, weil die für dich wichtig sind. Aber die Frage, ob es rechtens ist, diese Clips zu verwenden, mit der willst du dich nicht auseinandersetzen. Und ich verstehe das in einer perfekten Welt, das sehe ich auch so. Müsste man solche Clips verwenden dürfen? Du missverstehst, glaube ich, auch völlig, worum es geht. Es geht nicht um die Frage, ob das fair ist, ob es gerecht ist oder ob es angemessen ist. Wir stehen auf der gleichen Seite in der Frage, sollte man diese Clips zeigen dürfen, wenn man kritisch darüber berichtet. Nämlich, wir stehen auf der Seite derer, die sagen, ja, das sollte man machen dürfen. Aber die Tatsache, dass wir glauben, dass man das sollen dürfte, heißt eben nicht, dass wir es dürfen. Und bis wir es geschafft haben, das zu ändern, ich glaube nicht, dass wir es schaffen, aber wer weiß, bis wir es geschafft haben, das zu ändern, bis die Rechtslage sich ändert und es in Deutschland eine Art Fair-Use-Prinzip gibt, bis dahin haben wir vielleicht das Gefühl der Gerechtigkeit auf unserer Seite, aber nicht das Recht. Und ich halte mich daran, was rechtlich erlaubt ist. Und ich würde eigentlich, wenn ich schon von dir nicht erwarte, dass du dich dran hältst, was rechtlich erlaubt ist, dass du es aber zumindest respektierst, dass es so ist. Weißt du, ich könnte verstehen, wenn du jetzt sagst, weißt du was, mir ist völlig egal, was die Lauterbachs sagen. Da scheiße ich drauf. Ich habe das gemacht, ich bin ein Rebell. Kann ich verstehen, finde ich gut. Man muss auch manchmal denen da oben mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und dann sagst du eben halt, okay, dann kriege ich halt eine Abmahnung, kriege ich eine einstweilige Verfügung, nehme ich den Scheiß runter, Ende Gelände, ich habe bewiesen, was zu bewiesen war. Hätte ich Respekt vor. Aber Respekt habe ich davor nur, wenn du gleichzeitig sagst, ja, ich habe da was gemacht, das war rechtlich nicht in Ordnung. Aber ich habe es für die große Sache getan, ich habe es für die gute Sache getan. For the cause. Und ehrlich, dieses Rumlavieren hier, dieses ich bin da im Recht oder so, nein, bist du nicht ehrlich. Und manche, ich mache dieses Video hier auch, glaube ich, deswegen, weil wäre ich nicht in Baden-Baden, sondern in Hamburg, ich hätte dich auf ein Bier eingeladen und hätte dich jetzt schon seit einer halben Stunde genau deswegen zugespalt, bis du es endlich auch mal selber zugibst. Was ich aber durchaus machen möchte, ich meine, da haben mich natürlich jetzt die Lauterbachs angefixt. Ich möchte natürlich weitermachen und weiter kritisch berichten über dieses merkwürdige Portal. Ich kann ja auch das machen, ohne dass ich da konkrete Ausschnitte zeige. Was? Jetzt kannst du doch darüber berichten, ohne die Ausschnitte zu zeigen? Natürlich kannst du jetzt auf einmal berichten, ohne Ausschnitte zu haben, die du aus dem Urheberrecht übernommen hast. Hast du uns nicht gerade 10 Minuten erklärt, dass das nicht ging? Hast du uns nicht gerade seit 10 Minuten erklärt, dass du das machen musstest, um diesen Artikel zu machen? Dass es deine journalistische Pflicht war, das zu tun? Und nach all dem, ich musste das ging nicht anders, kommst du jetzt und sagst, oh, ich mache damit weiter, aber in Zukunft dann halt ohne die Clips. Holger? Hallo? Jemand zu Hause? Deswegen, ich bin jetzt bereits schon in Kontakt mit diversen Leuten, sowohl welchen, die an diesem Projekt unmittelbar beteiligt waren oder sind, und auch mit verärgerten Kunden, die es bereits mir geschrieben haben, dass sie das bestätigen können, dass sie 89 Euro bezahlt haben für nichts und wieder nichts im Grunde genommen. Das gilt auch für den Kurs von Herrn Schubeck und so weiter. Deswegen an dieser Stelle mein Aufruf, wenn ihr Leute kennt oder selber auch Leute seid, die sozusagen sich so einen Kurs da gekauft haben bei Meet Your Master und ja, entsprechend auch eben verärgert sind darüber, was einem hier geboten wird für Geld, für 89 Euro, dann meldet euch doch bitte und dann das würde mir in der Recherche sehr weiterhelfen. Also je mehr Leute ich da habe, desto besser. Holger, Holger, Holger. Oder wie ich gerne zu sagen pflege, alter Falter. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, ne? Dieses Video ist nicht zur Erklärung gedacht gewesen. Dieses Video war nie dafür da, deine Seite der Dinge zu schildern. Denn letzten Endes hast du keine. Du kannst so sagen, ich habe das gemacht, ich fühle mich im Recht, blöden Lauterbachs. Jetzt kommen wir dazu, worum es wirklich geht. Es geht ums Nachtreten. Es geht ums, boah, die Lauterbachs waren gemein zu mir, die haben mir mein Schippchen weggenommen, jetzt kriegen die es aber von mir. Und jetzt suche ich mir Komplizen. Es ist auch so,
so entlarvend, dass alles, was du machst, jetzt zu sagen ist, ich suche mir andere Leute, die ebenfalls von denen abgezogen sind. Du suchst nicht Leute, die über ihre eigenen Erfahrungen mit denen berichten. Nein, nein, du willst nur Leute haben, die sagen, okay, das ist so, und da bin ich voll abgezockt worden. Der Witz ist natürlich, es beweist rein gar nichts. Dass dieser Kurs vielleicht nicht das bietet, was du gedacht hast oder was andere Leute gedacht haben, was sie sich davon versprochen haben, macht den Kurs weder illegal noch sonst irgendwas. Es zeigt lediglich, da gibt es ein weiteres Selbsthilfeprogramm, einen weiteren Kurs, sei es wie gesagt Volkshochschule, unter Hunderten von Angeboten, von denen du der Meinung bist und einige andere Leute der Meinung sind, da ist nicht so viel drin, wie drin sein sollte. Big Whoop, denke ich jedes Mal, wenn ich eine Müsli-Packung aufmache, denke ich, da ist nicht so viel drin, wie da drin sein sollte. Deswegen verklage ich nicht Nestle. Ja, natürlich, wenn ihr sagt, 89 Euro bezahlt und ihr seid hochzufrieden, der Kurs hat euch eine Menge gebracht, ihr seid weitergekommen im Leben, könnt ihr euch natürlich auch gerne melden. Ich will ja nicht nur sozusagen meine eigene Weltsicht bestätigt bekommen. Wenn Leute mir sagen, sie haben da Honig draus gezogen, es hat sich gelohnt, diese 89 Euro zu bezahlen, bitte, dann könnt ihr euch auch gerne melden. Überhaupt kein Problem, freue ich mich sehr drüber. Ja klar, wenn ihr eine andere Meinung habt als du, Holger, dann kann man sich natürlich auch melden. Klar, kann ja auch sein, nur was dann? Was passiert denn, wenn sich Leute bei dir melden, die sagen, ich fand den Kurs total toll, ich habe da total viel rausgezogen? Das negiert doch dann alles, was du gesagt hast. Weil du sagst, das sind nur Phrasen, da kann man nichts mit anfangen. Und dann kommen Leute, die sagen dir, nee, ich fand das toll. So wie ich jetzt zum Beispiel. Ich sage, ich halte dieses Programm für zumindest nicht so schlecht, wie du es machst. Und dann? Wirst du dann Einsicht zeigen und sagen, oh, es ist offensichtlich doch eine ganz subjektive Sache? Nee, machen wir uns nichts vor, Holger. Was du willst, sind Leute, die gegen die Lauterbachs, gegen das Projekt treten, weil schlicht und ergreifend in deine Narrative nicht passt, dass man dazu eine andere Meinung haben kann als du? Aber meine Erkenntnis, mein Fazit war, von dem, was ich gesagt habe, das ist hier einfach heiße Luft, die hier für sehr viel Geld verkauft wird und sonst nichts weiter. Ja, und wenn du das so siehst und wenn du das so sagst, muss das wohl so sein, gelle? Und dann muss man sich auch nicht mehr ein gültiges Recht halten. Ich mache mir jetzt gerade das Tom Hanks-Gesicht aus den Golden Globes. Ja, also ich bleibe an dem Thema dran. Die Lauterbachs haben mich jetzt sozusagen angefixt. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt mich jetzt zum Feind. Da habe ich fast schon wieder Respekt vor. Weißt du, es ist eine Sache, so offensichtlich so eine kleingeistige Nachtreterei anzustoßen. So nach dem Motto, so denen, ja, boah, die haben versucht, mich anzugehen und da kann ich halt rechtlich nicht gegen vor, weil du natürlich weißt, dass du verlieren würdest, aber denen gebe ich jetzt mal so richtig einen mit. Du sagst es wortwörtlich, hören wir es uns nochmal an. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt mich jetzt zum Feind. Kannst so viel lachen, wie du willst. Du meinst das genau so. Das ist nämlich genau das. Du hast dir gerade sehr tief in die Seele blicken lassen und das ist ein leider sehr schwarzes Tal. Die Lauterbachs sind jetzt deine Feinde. Du wirst die Macht deiner Medienmarke verwenden, wirst gegen die treten, wirst immer sorgfältig jedem echten rechtlichen Konflikt ausweichen, weil du weißt, du würdest den verlieren. Du weißt, dass du das Recht nicht auf deiner Seite hast. Du weißt, dass du die Clips nicht hättest verwenden dürfen. Aber die Lauterbachs haben gewagt, dir zu sagen, dass du das nicht darfst. Und die Lauterbachs haben dir eine Vorschrift gegeben über das Gericht, dass du das runternehmen musst. Und du musst es machen, was die Lauterbachs wollten. Und das tut so unheimlich weh, Holger. Ne? Das ist so unheimlich gemein und ungerecht. Jetzt wirst du es den Lauterbachs aber so richtig mal geben. Und dann geht es munter weiter auf dem Weg. Das war's, was ich euch erzählen wollte. Und ich wünsche eine angenehme Adventszeit. Bis dann. Ja, ich bin damit jetzt auch raus. Ich bin beeindruckt, wie sehr ich mich in Rage reden kann an deines mir vorliegenden Videos. Ich finde das selber sehr drollig. Man entschuldige mal wieder die schlechten Produktionsmethoden, weil ich mache das hier gerade an der Webcam meines MacBooks. Ja, also insgesamt finde ich das eine außerordentlich unappetitliche Nummer, die hier abgelaufen ist. Ich merke wieder mal, dass Holger und ich so gar nicht, wie gesagt, persönlich mag und so viel wir auch an Geschmack teilen, an Dingen teilen, wie sehr ich überhaupt nicht mit dem übereinkomme, mit der Frage, ob man immer nach dem geht, was man
glaubt zu dürfen oder nach dem geht, was tatsächlich Recht und Gesetz ist. Und ich versuche mich halt immer an Recht und Gesetz zu halten und einfach zu sagen, ja, aber das ist unfair, ich mache das jetzt, weil ich das so will, geht bei mir nicht. Bei Holger geht's anscheinend. Er lässt sich ja auch, wie man zum Beispiel in den Kommentaren zu diesem YouTube-Video sieht, also zu seinem YouTube-Video sieht, dafür kräftig auf die Schulter klopfen. Das ist mal wieder dieses zeig's denen da oben, lass dich nicht unterkriegen, boah, die Lauterbachs, die blöden Hunde. Ich bin immer froh, dass meine Leserschaft nicht so ist. Ich bin immer froh, dass ich offensichtlich in 13 Jahren geschafft habe, mir Leute heranzuziehen, die da ein bisschen kritischer mitdenken und die nicht einfach sagen, Holger hat das gesagt, dann ist das so. Und ich sage das jetzt auch hier, ihr könnt auch gerne anderer Meinung sein als ich, schreibt das auch meinetwegen auf meinem Blog, weil ehrlich, ich sag's euch jetzt gleich, hier auf YouTube werde ich da nicht drauf antworten, weil ich beantworte keine YouTube-Kommentare, das Spielfeld mache ich auch noch auf. Wer über die Sache diskutieren will, soll das auf meinem Blog tun, www.wortvogel.de. Und ja, Holger, ich glaube am Ende des Tages einfach nur wissen lassen, ich fand dieses Video total hohl, scheiße und daneben. Ich kann dich aber trotzdem weiter gut leiden und ich hoffe, das führt jetzt nicht zu einem Bruch zwischen uns, weil das fände ich schade. Ich denke, du bist ein erwachsener Mann, ich bin ein erwachsener Mann, jeder muss Kritik vertragen können. Also hoch die Tassen und nächstes Mal in Hamburg lade ich dich auch wieder auf ein Bier ein und dann werden wir beide drüber lachen.